So, was gibt's denn hier jetzt da hinten? Gibt's hier noch irgendwas? Halte was? Für was? Ach Gott, das sind schon wieder so komische Pistolen und Waffen, die mir gar nichts sagen. Ja, wir benutzen das Ding einfach mal. Oh. Ziel abgeschlossen. Fotobeweise sammeln. Ja. Ah, hiervon. Sie wird wieder gefangen genommen. 100 Pro. Was macht sie überhaupt hier drin? Turner an Bond. Was ist denn los? Sie haben das Mädchen. Weiter 007. Das Mädchen ist entbehrlich. Nicht für Agent Bond. Es war mir klar. Was hat er gesagt? Bayern 3? Keine Ahnung. Wieso, ihr Arschpratzen, müsst ihr immer in so massigen Gegnerhorden kommen? Und wieso kann ich mich hier nicht einfach mal still, heimlich und leise durchschleichen? Bin verletzt. Wo ist der Sanitäter? Wo ist der Sanitäter? Ja, den brauchst du jetzt nicht mehr. Ich war Ersthelfer, ne? Habt ihr ein bisschen geholfen? So, was blitzt denn jetzt das Handy wieder hier? Blinkt plötz, plutz. Was will er jetzt von mir? Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Sagt's mir. Was soll ich hier machen? Keine Ahnung. Ich weiß es. Beim besten Willen nicht. Hier die Tür soll ich öffnen. Nachtsichtgerät. So, jetzt haben wir wieder ein Nachtsichtgerät. Jetzt geht's wieder in den Keller, der natürlich dunkel ist. Oder wo ist Licht? Ach, da wird's Licht ausgeschaltet. Oder so, ne? Konnte mir fast denken, irgendwie. Halte Verteidigungsposition. Für wen? Für dich, ja. Du siehst mich auch nicht im Dunkeln. Boah, sieht aus wie hier. Schweigende Lämmer am Schluss. Die letzte Szene. Ach, den hätte ich auch hier im Nahkampfattacken ausschalten können. Zwei auf einen Streich. Der versteckt sich in der Fässern. Ich werde beschossen. Wir haben Verluste. Wieso sehen die mich denn im Dunkeln? Nein! 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 Verdrückt, warum ziehe ich jetzt das Handy? Ja, so dunkel ist, so dunkel ist es auch nicht. Dass ich hier unbedingt mit Nachtsichtgerät rumrennen müsste. James Bond mit Nachtsichtgerät. So, wie gibt's denn sowas bitte? Oh, Ventil oder was? Hab ich jetzt das Ventil abgeschossen und einen verdampft? Nee. Der hat sich nicht verkrümmelt, der ist noch nicht abgedampft. Ja, hallo? Komm ich hier raus irgendwie? Ah! War doch schon an der richtigen Tür. So, Arschlecken mit Schleichen. Hat noch nie was gebracht, wird auch nie was bringen. Zumindest nicht bei mir. Bin ja anscheinend schleichuntauglich. So, dann machen wir die halt so platt, ne? Muss ja auch irgendwie gehen. Oh! Aua! Hey! Schweine! Didelili, wo ist er denn? Ah, da ist einer! Ist noch einer, oder? Ist da eben einer rumgehupst, oder hab ich Hallos? Ich hab Hallos. Gott! Wieder hier so ein komisches Missionsziel, was ich nicht erfüllen kann. Beziehungsweise will. Weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, der Kamera jetzt hier rumzurennen und irgendeinen Punkt zu suchen. Wo ich irgendein komisches Foto knipsen soll. Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wo geht's hier raus? Ah, hier. Gut, Nachtsicht setzen wir mal wieder auf. Ich glaube, das ist doch besser hier. Kommen denn da von euch? Ganz unterschwellig klingt hier doch schon das James Bond Theme durch. Hier durch die Abwasserkanäle, ey, das macht so viel Spaß. Gibt's gar nicht, Leute. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Schießen mit Auto-Aim ist sehr agentenhaft. Ja, das wäre auch echt zu hart, ey, wenn wir hier kein Auto-Aim drin hätten. So actiongeladen, wie das hier mal wieder ist. Ja, Leute, es bringt einfach nicht den Flair rüber, wie das Originalspiel. Ich hab's ja schon mehrfach angesprochen, aber irgendwie... Ich sag mal, es ist nicht schlecht. Aber... Ich würde auch nicht sagen, es ist unwürdig, aber... Irgendwie fehlt da so das gewisse Etwas, würde ich sagen. Ja, ja. Rundum umstellt. Vielen Dank. Hätte ich auch gleich da reinlaufen können. Oh, wer kommt denn jetzt? Ach, die Tussi oder wer? Nee, wer ist denn das jetzt? Hallo, James. Ach, 006. Du lebst? Nicht dank dir. Du musstest Patriot spielen und diese Bomben zünden, ehe wir sie entschärfen konnten. Du bist Janos, der zweigesichtige Gott, der Feuer auf die regnen ließ, die ihn verrieten. Wieso? Wieso? Sieh dir die letzten 10 Jahre an. Die Kriege. Die Finanzkrise. Wer hat profitiert? Wer kam nach oben? Du dachtest, du schützt Königin und Vaterland. Aber es geht nur um die Banker und ihre Boni. Weißt du, ich hatte daran gedacht, dich an meinem kleinen Unternehmen zu beteiligen. Aber deine Loyalität gilt immer der Mission. Nie deinem Freund. Für England, James? Ich glaube nicht. Ja, ich bin heute noch mal nun auf dem, ja, goldenen Schleudersitz. Nee, golden ist er nicht. Ja, auf jeden Fall auf dem Schleudersitz sitzen wir. Und es folgt wohl ein Quicktime-Event. Was? Nee, doch nicht. Doch, aus dem Helikopter entkommen. Aha, aber wie? Hahaha, ihr seid gut. Ihr seid gut. Kann ich hier irgendwas drücken? Hallo, hallo, hallo. Hallo. Was? Nee. Ich bin tot, ja. Schön. Klappt super. Läuft super. Auf ein neues. Gucken, ob es besser klappt. Was war da denn los jetzt hier? Wo muss ich da hindrücken? So, ich äumel da an dem Hebel rum. Da tut sich nämlich gar nichts. So, jetzt werden die Raketen abgeschossen, die drehen um. Lalalat. Ja. Ziehen, ne? Leute, drücken. Sagt mir, was? Gibt es hier irgendwie einen Eject-Knopf, eine Reißleine? Ich komme ja gar nicht überall hin. Leute. Ja, ihr seid gut. Nee, das war schon wieder nichts. Aha. Ich werde nicht schlauer da draus, ey. Ja, ist gut. Mission gescheitert. Ja, ja. Ach, wir haben ja noch ein paar Versuche, ne? Lassen wir uns mal ein bisschen Zeit. Oh, Leute. Super. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Mir wird hier auch nichts angezeigt. Das ist immer gut, ne? Man sitzt hier und man weiß überhaupt nicht, was man machen soll. Ich drück einfach jetzt mal alles wild hier und her. Auf dem Bildschirm? Nö. So, Bildschirm ist aus. Hallo? Was wollt ihr von mir? Ach, da war der Knopf. Ja, gut. Okay, Leute. Ich habe aber gesehen, was ich machen muss. Wenigstens etwas. Die Lernkurve setzt langsam ein. Langsam aber sicher. So, in diesem Mal schaffen wir das. Ja, ist auch ein bisschen blöd, ne? Wenn man da drin hockt und überhaupt nicht weiß, was Sache ist. Wie soll man da drauf kommen, dass sich da links so ein, ja, Schleudersitzknopf befindet? Ich dachte, in den Armaturen wäre jetzt hier irgendwie noch ein Knopf. Nee, dem ist wohl nicht so. Lalala, so, hier ist der Knopf. So, drücke L2 und Headbutt. Und ab geht ihr weiter. Aber nicht sehr hoch. So, und wir segeln runter. Und landen sicher in, ja, Mütterchen Russlands Schoß.
Ja. Dann einmal 6. Erstmal einen Chef anrufen. Was ist passiert, Bond? Alles in Ordnung? Was brauchen Sie? Ein Flugzeug. Ich muss nach Afrika. So, es geht nach Afrika. Ja, vom kalten Russland ab nach Afrika. Wir setzen fort. Was sonst? MI6 an Bond. Guten Morgen, 007. Durch Ihre Bilder wissen wir, dass Pan African Power kürzlich in einem Schutzgebiet in Nordwest-Nigeria eine Anlage für saubere Energie fertigstellte. Dem Satellitenbild nach ist offenbar alles in Ordnung. Wir laden die Koordinaten herunter. Ich sende die Baupläne und Übersichten, sobald ich sie habe. Halten Sie uns auf dem Laufenden, 007. MI6 Ende. So, wir fliegen mal wieder. Ich hoffe, diesmal müssen wir hier nicht mit dem Schleudersitz aussteigen. Sondern können, ja, den regulären Weg wählen, nämlich mit Flugplatz, Landeplatz. Ach, schon wieder Chef anrufen. Verstanden, Bond. Ach, 10 Minuten, da können wir noch eine Zigarette drehen, ne? Ach du Scheiße. Ja, wird doch nichts. Flughafen und Landeplatz, Arschlecken. Ach Gott. Ja, gib mir kaputt. Danke auch. Und so gehen wir runter. Oh, mal die Bäume. Autschi, autschi. Bond, können Sie mich hören? Sind Sie okay? Melden Sie sich. Sind Sie da? Ja. Ja. Oh, da kommen schon welche. Was ist passiert? Bodenluftrakete. Eieiei. Da kommen schon die Ersten, die uns wieder ans Leder wollen. Ans Agentenleder. Sie müssen zu Fuß weiter und ihnen ausweichen. Ja. Die Anlage ist ganz in der Nähe. Zu Fuß ist mir schon klar, dass das Flugzeug nicht mehr flugtauglich ist, sehe ich selbst. So, und ich muss jetzt, ja, erstmal hier den Gegnern irgendwie ein bisschen... Kontaktbasislager, Absturzstelle gefunden. Aha, schön für dich. Da ist einer, soll ich das... Nee. Durchkämmen und nach Überlebenden suchen. Ja, oh. Oh Gott, kriegen wir den? Was hält denn der aus, bitte, hier? Ja, natürlich haben die mich jetzt gesehen, ne? Ja, genau. Ist klar. Freunde, ist klar. Aber macht sowieso nichts. Weil ich muss ja sowieso hier lang. Ah, die Pumpgun. So, da kommt schon der nächste wieder. Dem werden wir auch mal ein bisschen was reinpumpen. Mit der Pumpkanone. Ein bisschen, ja, Schrot hier. Ach Gott, was halten die denn aus? Ja, das Problem ist halt immer, dass das Nachladen bei den Dingern echt lang dauert. Und hier kommst du jetzt gerade extrem lang vor. Komm, ja, dann kommt mal ein bisschen näher. Ich muss nicht so viel nachladen und so oft schießen. Au. Ach, und das fällt mir jetzt gerade mal wieder auf, dass hier die Gegner verschwinden. Haben wir den? Nö. Doch mal um, Alter. Boah, das Auto-Aiming ist echt extrem, Leute. Man muss eigentlich nicht mehr viel zielen hier. Ach, jetzt schieß ich gegen Felsen. Nee, habe ich gedacht, ich schieß gegen Felsen. War doch nicht so, habe ich noch eine erwischt da hinten. Gibt es hier noch was Verstecktes? Bestimmt, ne? Ach so, da muss ich hier schon rein. Nee, das ist nur so eine Anhöhe hier. Okay. Hätte ich mir schenken können, den Weg. Ich nutze einfach mal hier den ruhigen Moment und lade mal fleißig nach. Und hier geht's wohl rüber. So, und ich sag mal, bevor wir hier weiter in den Dschungel, ja, tief in den Dschungel vordringen, das wollte ich sagen, genau. Mach ich mal einen kleinen Schnitt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei James Bond. Im Dschungel, irgendwo hier in Afrika. Haut rein, bye bye.